Hallo und herzlich willkommen zum Replay of the Week. Und dabei sehen wir einen Panzer, den wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Und zwar den Rheinmetall Scorpion G. Eigentlich, bin ich ganz ehrlich, wollte ich einen anderen Panzer mir mal aussuchen. Aber ich habe mir ein bisschen die Beschreibung durchgelesen. Ich habe die Stats gesehen und da dachte mir, Alter, keine Chance. Ich muss den Deutschen mal wieder zeigen. In dem Fall nehme ich mit 2308 Basiserfahrung, das ist schon aller Ehren wert. Und am Ende, zumindest laut Beschreibung, wird es episch. Das will ich schon mal versprechen. Deswegen, da sollten wir uns auf was freuen dürfen. Ja, in dem Fall, der Zuki Mick hat es gespielt. Wie gesagt, ich habe es mir selbst rausgesucht. Karte ist Westfield. Und wir sehen, er ist hier ein 9er, 8er, 7er Gefecht. Also er ist Mid-Tier. Und er hat hier die 15er Jagdpanzermission mit 8000 Schaden, die er machen müsste. Also, das ist schon ein Haufen Holz mit einem Achter. So, jetzt hat er gemerkt, hoppala, ich gehe da auf. Hat sich Gott sei Dank schon so hingestellt gehabt, dass er gleich vorwärts aber mal richtig schnell Hackengas geben kann. Hat er auch gleich gemacht. War auch gut so, weil wir haben schon gesehen, wie die Schüsse über ihn drüber geflogen sind. Und jetzt will er sich da aber nochmal neu positionieren. Dann schauen wir mal, ob es jetzt diesmal besser klappt. Aber er fährt hoch und geht sofort auf. Also dementsprechend ist es dann da etwas schwierig. Ein bisschen Botting bekommt er oder Unterstützungsschaden, aber das ist minimal. Und jetzt scheint er sich umzuorientieren. Wir sehen da hinten, da ist einiges los. Vielleicht nimmt er jetzt hier vorne den Busch und will von da aus agieren. Jetzt müsste er nochmal aufgehen, schätze ich mal. Wenig mal. Und jetzt wird spannend. Jetzt hat er nämlich da das Objekt. Perfekt. Aber nur der kritische. IS-3 ist daneben. Aber er, glaube ich, geht nochmal fürs Objekt, weil da kommt er einfach besser drauf. Und jetzt macht er 438 Schaden. Wie gesagt, er muss hier immer ein bisschen aufpassen, dass er da nicht aufgeht auf der anderen Seite. Selbst wenn er aufgeht, er wird wohl nicht sofort First Target sein. Aber auch der hat beim Objekt wieder gebounced. So, jetzt ist er offen. Aber wir sehen, auch das ist nicht so tragisch. Weil erstmal geht der Gegner auf andere Ziele, die er hier einfach besser erreichen kann. So, jetzt aber schöne Ziele. T-54 Light, perfekt getroffen. Gar kein Problem. Zwei Artis im Spiel. Da muss man immer als Skorpion aufpassen, weil das ist ein geiles Arti-Ziel. Kann man nicht anders sagen. Aber erstmal hat er jetzt dem Objekt noch 511 Hit Points abgezogen. So, und vielleicht der letzte. Ne, der kommt dann nicht, aber der FV. Und der kann jetzt perfekt wirken. Jeder Schuss ist jetzt ein Treffer. Fast jeder Schuss macht dabei auch Schaden. Und er ist dabei komplett in Ruhe. Jetzt könnte er den FV nochmal 481 Damage drücken. Also jetzt schon bei 2300. Und eben das ist das Schöne. Selbst wenn er aufgeht, halb so wild. Aber, und das ist das Problem, 3-7 liegt da schon hinten. Das ist natürlich nicht ideal. Er bleibt hier auch auf seiner Premium-Munition gerade. Auch hier wieder aufgegangen, aber noch alles machbar. So, jetzt kriegt er den ersten Hit. Jetzt will er aber unbedingt noch den Uni einen einschenken und nimmt den auch raus. Jetzt muss er aber zurück, weil jetzt hat er kein Team mehr vor sich, was sozusagen die Hits abfängt. Deswegen muss er jetzt wirklich aufpassen und der IS-3 ist schon gefährlich nahe. Das heißt, jetzt Hackengas und weg dafür. Ah, die hat nochmal ganz leicht für 29 angepustet, kann man sagen. Wirklich Damage ist es ja nicht. Der WZ jetzt da oben, auch der will den aufmachen. Also das ist jetzt natürlich richtig scheiße, weil sein Team hier auf diesem Areal jetzt festsitzt und der Gegner jetzt einfach von allen Seiten hier die einkesselt. Also da hat er jetzt echt Probleme. 5-8 für den Gegner. Jetzt wird er natürlich versuchen, sich hier irgendwo zu verstecken und dementsprechend Schaden anzubringen, noch so viel als möglich. Weil da jetzt vorfahren, wäre jetzt, da hat er keine Deckung, da würde er immer aufgemacht werden und sobald man hier jetzt aufgeht, hat man auch das Problem, dass überall sozusagen die Schüsse auf einen fliegen können. S1, schönes Ziel, sehr gut getroffen. Das Schöne ist jetzt, sowohl der S1 als auch der FV sind beide recht low, aber vielleicht jetzt schon die Möglichkeit, den S1 sehr gut rauszunehmen. Der FV auch nur noch 177 Hitpoints. Auch das könnte das nächste Ziel sein, IS-3 gut zu beschießen von seiner Position jetzt aus.
Also er hat jetzt hier richtig Möglichkeiten, aber auch der sitzt leider nicht, dass er Damage anbringt. Und diese Schüsse werden sich noch rächen. Denn wir haben ja gesehen, er hat 8000 Damage in seiner Mission eigentlich. Und so viele, wie er bisher schon leider in die Panzerung gejagt hat, ist natürlich ärgerlich. Jetzt muss er aber auf jeden Fall sich erstmal umstellen. Denn jetzt kommen da die Lights von hinten. Und man sieht, er findet schon Beachtung beim Gegner. 7-11. Sein Team besteht noch aus einem Ru, ihm und den beiden Artis. Und die Artis werden auch dementsprechend bald fallen. Der Ru ist hier hinten. Der macht den WZ da auf. Jetzt kommt er gerade so nicht drauf auf den WZ. Natürlich weiterhin auch das Arti-Thema. Weil klar, langsam gehen der gegnerischen Artis die Ziele aus. Und wie gesagt, der Skorpion ist ein wunderschönes Arti-Ziel. Da macht es immer wieder Spaß, mal eine ordentliche Kelle reinzubomben. So, jetzt fährt er hier hoch, will eigentlich einen Light, da kriegt er den 1390, ist selber offen, nur der 1390 interessiert sich gar nicht für ihn, hat er schön den Turm weggedreht. So, und jetzt ist er noch alleine mit dem Ru gegen 7 andere. Auto-Aim drin, aber hat nicht gesessen leider, da konnte er noch nicht drauf schießen. So, und er muss jetzt ein bisschen Risiko eingehen. Jetzt hat der AMX den Ru rausgenommen. Er konnte jetzt den AMX rausnehmen. Jetzt ist es noch ein 1 gegen 6. Davor mit dem AMX war es ein 1 gegen 7. Und jetzt sollte das Replay die Magie entfalten, sag ich mal. Schauen wir mal. So, jetzt capt natürlich jemand. Aber wie immer wahrscheinlich bei dem Ergebnis heißt es jetzt No Cap, No Cap Kill All. Weil irgendjemand unbedingt noch diese 550 Hitpoints wegmachen will. Wenn ich zum Beispiel der IS-3 wäre, ich würde einfach im Cap stehen bleiben. Wie gesagt, ich warte auch auf die Arti-Einschläge. Also sobald er da jetzt aufgeht, werden die Artis aber sowas von gehörig da reinpumpen. So, jetzt der 34-1. Aber da konnte er eben eine schöne Stelle verpassen, wie gesagt. Aber der Weg von der Arti ist jetzt hier nicht so weit. Der 34-1 konnte jetzt da einen sitzen. Zack, mit Auto-M hat er den jetzt rausgenommen. Er hat halt nur noch 303 Hitpoints jetzt. 303 Hitpoints ist halt gar nichts. Ja, der erste Artischuss war schon schön daneben. Der zweite Artischuss, der fehlt mir allerdings noch. Mal schauen, wann der kommt. So, aber scheinbar wird hier eigentlich durchgekappt. Ich denke mal, der IS-3 denkt sich, leckt mich doch alle am Arsch. Ich cap hier. Und er muss natürlich die cappen. So, der FV hat ihn jetzt hier aufgemacht. Und dementsprechend ist es jetzt hier umso schwieriger. So, da ist IS-3. Er kettet ihn nur. Da hat er Glück gehabt. Und jetzt hat er die Zeit zum Einzielen und nimmt den IS-3 raus. Das war sehr schön und auch wichtig. Jetzt ist es noch 1 gegen 4. 5900 Damage hat er. Und klar, jetzt muss er irgendwie versuchen, einfach mit Tarnung zu arbeiten, um eben möglichst nicht aufzugehen und möglichst nicht irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So, FV, der wird ihn aber aufdecken, ganz klar. Der kippt ihn auch sofort den Hit. Und jetzt hat er nur noch 121 Hitpoints. Und das ist jetzt eine ganz enge Nummer. Auch die Arti werden beide wieder am Start sein. So, jetzt schauen wir mal, was er mit dem FV macht. Aber der geht leider zu. Lineshot funktioniert nicht, ärgerlich. Arti Schuss 1 daneben. Also man kann nicht sagen, er ist hier mobil, unmobil, sondern er fährt hier wie der Teufel. Der FV ist die Frage, wo der jetzt ist. Auch der IKV ist da nicht mehr gesehen. Der, seit er da oben hier auf CD4 war, war er nicht mehr wiedergesehen. Auch sehr kurios, was der macht, weil wie gesagt, jetzt ist ja klar, wo er hier mit dem Skorpion die ganze Zeit rumfahrt. Also das ist ja kein großes Geheimnis gewesen. Aber auch ehrlicherweise schlechte Artis beim Gegnerteam. Also, dass da bisher keiner gesessen hat, das darf normalerweise nicht sein.
zeigt sich auch ganz gut dran, dass sie noch gar keinen Kill haben. So, der nächste Killshot von ihm würde übrigens den Krieger bedeuten. So, und jetzt wartet er hier im Busch auf den nächstmöglichen Gegner. Aber der hat er sich gedacht, nee, nicht so. Ich schaue nochmal hier weiter vor. Auch wo der FV jetzt ist, ist eine echte Frage. Weil normalerweise müsste der jetzt locker hier unten irgendwo aufploppen. Und eben, wenn ich selbst den nicht jage, dann fahre ich halt Captain. 4 Minuten 30 sind es noch. Also von dem her ist da noch ein wenig Zeit auf der Uhr. Und da geht jetzt der IKV auf. Und sehr schön. Jetzt hat er auch den IKV mundgerecht sich bearbeitet. Denn jetzt braucht er noch einen einzigen Treffer und dann war es das. Und der IKV, der bleibt da stehen. Und da kann er doch sich den holen. Ja, das war dämlich. Da hat es der IKV ihm sehr leicht gemacht, indem er einfach dachte, wenn der erste Schuss sitzt, dann sitzt der zweite bestimmt nicht mehr. Da passiert nichts. Bleibe ich hier stehen, alles cool. Aber ebenso dann doch nicht. So, und jetzt die Frage, FV, wo bist du? Die Artis sind recht klar. Die Artis werden wieder mal logischerweise hier auf K1 sitzen. Das ist einfach so eine schöne Arti-Position. Man hat eine leichte Kuhle. So, FV hat Gott sei Dank daneben geschossen. Und jetzt muss er aufpassen. Jetzt wieder Arti, deswegen nimmt er hier viel Schwung. Und fährt auch ein bisschen eben nicht schnurstracks geradeaus, sondern ein bisschen zickzack, da die erste Arti schon hier daneben geschossen. Und klar, wenn man natürlich so ein paar Bögen reinhaut, dann macht man es der Arti schwer. Wenn man aber jetzt schnurstracks geradeaus fährt, wenn man offen ist, dann hat die Arti leichtes Spiel. So, eine hat geschossen, die zweite hat aber dementsprechend noch ihre Granate im Rohr. Das heißt, wenn er die jetzt aufbekommt, muss er zumindest noch mit einem Arti-Schuss rechnen, je nachdem wie schnell er jetzt ist, eventuell sogar direkt mit dem zweiten, weil der Reload von der M12 und Su-14 sind jetzt nicht so lang, dass da dementsprechend er ewig Zeit hat. Er lässt seine normale Munition drin, wechselt nicht auf HE, kann man machen. So ein bisschen immer ein Glücksspiel, je nachdem wie gut man trifft. Jetzt will er natürlich schnell den Schuss anbringen und der Alpha-Schaden könnte mit 490 eigentlich für beide klappen. Außer es wird ein verdammt schlechter, merkwürdiger Low-Roll, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Und da M12, 350 Hitpoints, das ist gar kein Thema. So, der saß und jetzt noch die Su. Auch die hat weniger als 400 Hitpoints, also von denen, wenn es da jetzt nicht mit dem Teufel zugeht, sollte er sich das hier sichern können. Bradley Walters hat er gerade mit dem Kill auch klar gemacht. Aber ihr seht übrigens unten am Damage, die 8000 Schaden, die schafft er nicht mehr. Da hat er leider zu viel daneben geschossen. Sonst hätte er sich hier seine 15er Mission auch holen können. Aber in dem Fall leider nicht. So. Jetzt ist die Frage, wo ist die Arti? Captain kann er. Zeit genug hat er dafür. Jetzt geht er auf. Das ist jetzt natürlich eine Scheißsituation, mit 121 Hitpoints dann da aufzugehen. Und von hinten kam der Schuss gerade so ganz, ganz knapp über ihn drüber. Und da reicht jetzt Auto-Aim und er macht den Killshot und holt sich hier den 9. Kill. Wir haben ein 1 gegen 7 gesehen und dementsprechend denke ich ein sehr verdientes Replay of the Week. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf YouTube. Euer Alcaramba.